Ich zeige heute ein Strickmuster in Zigzag und Ajour. Erinnert ein bisschen an Feder im Wind, die neigen nach rechts und nach links. Dieser Beispiel ist ein Schal. Mehr Informationen und Fotos zu dem Schal finden Sie an Ravelry auf meiner Seite. Zum Vergleich zeige ich gleiches Muster mit gleicher Maschenanzahl. Eine Socke. Zum Vergleich sehen Sie, das ist Sockenwolle, ganz normale Sockenwolle, und das ist recycelte dicke Baumwolle. Hier gestrickt mit Nummer 4,5 und hier mit 2,5. Und das ist ein Unterschied. Hier ist natürlich Muster ist viel kleiner, schmäler und eigentlich viel feiner. Dieser Streifen absolut gleiche Maschenanzahl. Zeigen werde ich aber in einer Garnstärke, die gerade mal in der Mitte liegt zwischen beiden. Das ist Merino Wolle, fein. Und weil es ein Ajourmuster ist, stricke ich mit etwas dickeren Nadel. Für diesen Band habe ich 14 Maschen gebraucht. Zwei sind nur Randmaschen. Selbst für dieses Federmuster brauchen Sie nur 10 Maschen und zusätzlich, um Streifen abzugrenzen, hier eine linke Masche und hier eine linke Masche. Ich habe schon einmal dieses Muster gestrickt und wie man sieht, am Anfang geht die Welle nach rechts und dann nach links. Jetzt stricken wir wieder nach rechts. So, erste Randmasche stricke ich in dem Beispiel einfach alle rechts, in Hinreihen und in Rückreihen abheben. Erste Masche links, eine Masche rechts und jetzt folgen drei Paare Umschlag und eine rechte Masche. Umschlag rechts einmal, Umschlag rechts zweimal, Umschlag rechts dreimal. Bis zur nächsten linken Masche bleiben 6 Maschen, die stricken wir paarweise zusammen, mit Neigung nach links. Eine Variante, beide abheben, auf die linke Nadel zurück, rechts verschränkt zusammen stricken, oder eine Masche abheben, zweite rechts stricken und die erste über sie überziehen. Nach Geschmack stricken Sie so oder so, wie es Ihnen gefällt. Muster wird absolut gleich. So, dreimal eine linke Masche und eine Randmasche. Die Rückreihen sind einfach so stricken, wie die Maschen erscheinen. Die Randmasche abheben. Die linke Masche auf der Seite wird eine rechte Masche. Dazwischen 10 Maschen links, Umschläge natürlich auch links. Eine links, zwei, 3, 4, Umschlag 5, 6, Umschlag 7, 8, Umschlag 9, 10 Maschen links fertig gestrickt, diese Kette rechte Masche und eine Randmasche rechts. Wir haben erste und zweite Reihe gestrickt, das sind unsere ersten Umschläge. Dritte Reihe, Randmasche abheben. Erste Masche links. Das wird in ganzem Muster weiter so gehen. Am Anfang und am Ende eine Masche links. So, in der ersten Reihe haben wir hier eine Masche rechts gestrickt. Jetzt zwei Maschen. Zwei Maschen rechts. Und jetzt Umschläge. Umschlag rechts. Umschlag rechts. Umschlag. Wir enden hier nicht mit einer rechten Masche, die war schon vorne dazugegeben zu der ersten. Also drei Umschläge sind gestrickt. Um zu prüfen, wo wir sind, vor der linken Masche müssen 6 Maschen, 3 Paare bleiben. Die stricken wir wieder paarweise rechts zusammen, entweder rechts verschränkt oder mit Überzug. Ich stricke sie rechts verschränkt zusammen. Zweimal. Und noch einmal.
enden mit einer linken Masche und Randmasche. Vierte Rückreihe. Masche abheben. Eine Masche rechts, dazwischen ziehen linke Masche. Dann wieder eine Masche rechts und Randmasche. Jetzt haben wir vier Reihen. Eine zweite Reihe, erste zwei Reihen, ein Umschlag, dritte und vierte Reihe, zweiter Umschlagloch. Das kann man immer nachprüfen, wenn Sie eine Pause gemacht haben, wo Sie sind. Eine fünfte Reihe. Masche links. In der Vorreihe haben wir zwei Maschen rechts hintereinander gestrickt. Jetzt wird wieder wie in der ersten Reihe. Im Prinzip wiederholen wir die erste Reihe. Eine Masche rechts und drei Paare mit Umschläge. Umschlag rechts, Umschlag rechts, Umschlag rechts. Vor der linken Masche sechs Maschen paarweise zusammenstricken. Erstes Paar zusammengestrickt, zweites Paar rechts verschränkt zusammen und das dritte Paar. Eine linke Masche und Randmasche. Durch die sechste Rückreihe, wie die Maschen erscheinen. So, wir haben schon drei Reihen mit Umschlägen. Nächste Umschlagreihe. Masche die links. Vorreihe haben wir mit einer Masche angefangen, diese Reihe jetzt wieder mit zwei. Zwei rechte Maschen. Jetzt Paare mit Umschlägen, Umschlag rechts, Umschlag rechts, Umschlag und Stopp. Sechs Maschen geblieben, paarweise rechts verschränkt zusammen stricken. Erstes Paar, zweites Paar und das dritte. Linke Masche am Ende und eine Randmasche. So die Rückreihe, wie die Maschen erscheinen. Rechts, 10 Maschen links dazwischen, wieder rechts und Randmasche. Prüfen wir mal, wie viele Umschläge rein mit Umschlägen haben wir. Das ist erste Reihe, zweite, dritte und vierte. Die fünfte Reihe mit Umschlägen und das ist dann die Hälfte vom Muster. Linke Masche. Vorreihe zwei Maschen rechts, jetzt wieder eine Masche rechts. Eine Masche rechts und Umschlagspaare. Umschlag rechts, Umschlag rechts. Sechs Maschen bis zur linken Masche. Paarweise rechts zusammen verschränkt stricken. Oder mit einem Überzug, wie ich am Anfang gezeigt habe. Eine Masche links, Randmasche. So, die Rückreihe schon bekannt. In unseren Stricksachen, am Anfang habe ich Ihnen gezeigt, habe ich vier Reihen glatt rechts gestrickt. In diesem Beispiel werde ich nur zwei Reihen glatt rechts. Also das heißt, eine Reihe, rechte Maschen, die linken bleiben immer da. Linke Masche und dazwischen 10 Maschen rechts. Bis zur linken Masche gestrickt, linke Masche und eine Randmasche. Rückreihe, so wie die Maschen erscheinen. Eine rechte Masche. So, an der Stelle beginnt die zweite Hälfte vom Muster. Also nächste Musterreihe. Eine Masche links. Jetzt wechseln wir die Plätze. Erst werden die Abnahmen gestrickt und dann zwischen den Maschen Umschläge. Drei Paare vorne stricken wir rechts zusammen. Zwei Maschen rechts zusammen. Zweites Paar rechts zusammen. Und das dritte Paar rechts zusammen.
Jetzt kommen drei Paare mit Umschlägen. Eine Masche rechts, Umschlag. Masche rechts, Umschlag, eine Masche rechts, Umschlag. Und vor der linken Masche bleibt eine Masche rechts. Eine linke Masche und eine Randmasche rechts. So, die Rückreihen sind genauso wie in der ersten Hälfte, so wie die Maschen erscheinen. Rechts. 10 Maschen links, rechts. So, in dieser Hälfte erste Reihe mit Umschlägen fertig. Die nächste Reihe. Eine Masche links. Die ersten 6 Maschen paarweise rechts zusammenstricken. Erstes Paar rechts zusammen. Zweites Paar rechts zusammen. Das dritte Paar rechts zusammen. Jetzt gleich mit Umschlag beginnen. Umschlag, eine Masche rechts. Umschlag, eine Masche rechts. Umschlag. Und uns bleiben 2 Maschen rechts. Alles spiegelverkehrt. Wie mit dem. Und dann eine Masche links und eine Randmasche. So umdrehen und Rückreihe, wie die Maschen erscheinen. So eine Masche eine Reihe mit Umschlägen, andere Reihe mit Umschlägen, dritte Reihe mit Umschlägen, dritte Musterreihe. Eine Masche links, 3 Paare rechts zusammen. Man sieht, dass hier eine Kette aus rechten Maschen läuft. So geht sie auch weiter. Eine Masche rechts, Umschlag, rechts, Umschlag, rechts, Umschlag. Eine rechte Masche, eine linke Masche, Randmasche. Die Rückreihe, so wie die Maschen erscheinen. Drei Musterreihen mit Umschlägen. Vierte Musterreihe mit Umschlägen. Eine Masche links und wieder 6 Maschen paarweise rechts zusammen. Erstes Paar zusammen, zweites, drittes. Jetzt kommt Umschlag, eine Masche rechts, Umschlag, eine Masche rechts, Umschlag, eine Masche rechts und bleibt noch eine Masche rechts, links und Randmasche. Die Rückreihe. Wir haben jetzt 4 Reihen mit Umschlägen. Erste Reihe mit Umschlägen, zweite, dritte, vierte und bleibt die fünfte letzte mit Umschlägen. Eine Masche links, 3 Paare rechts zusammen. Erstes Paar, zweites Paar, das dritte Paar. Diese rechte Maschenkette bleibt ja auch da. Eine Masche rechts, Umschlag, rechts, Umschlag, rechts, Umschlag, eine Masche rechts, linke Masche und eine Randmasche. Die Rückreihe wie immer, so wie die Maschen erscheinen. Eine Masche rechts, 10 Maschen links, eine Masche rechts. So, und hier stricken Sie wieder in glatt rechts 2 oder 4 Reihen. In meinem Muster 2. Links 10 Maschen rechts. Eine Masche links. Und die Rückreihe, so wie die Maschen erscheinen. Eine Masche rechts, 10 Maschen links und eine Masche rechts. Das Muster ist fertig. Das war schon vorbereitet. Wir haben die erste Hälfte mit Neigung nach rechts gestrickt. Dann dazwischen in glatt rechts und dann Streifen geht nach links. So, im Prinzip wiederholen Sie jetzt immer
Das gleiche mit Neigung nach rechts, mit Neigung nach links. Erst beginnen Sie mit Umschlägen und dann die Abnahmen. Und die zweite Hälfte, erst die Abnahmen und dann Umschläge.